Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein neues What I Eat in a Day, aber eine Special Edition. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gelesen in der Überschrift What I Ate as a Teenager. Ich habe nämlich solche Videos hier auf YouTube gesehen und ich fand das ganz cool, interessant. Ist auch mal ein bisschen so, ja, so ein bisschen überlegen, wie war das denn vorher? Außerdem, ich bin ja nicht vegan aufgewachsen. Ist es halt interessant, wenn ich diese Speisen veganisiere. Ne? Wisst ihr? Also wenn ihr Bock drauf habt, bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Als Vorbereitung zu diesem Video habe ich sehr lange überlegen müssen, was ich denn tatsächlich gegessen habe. Also es fiel mir sehr schwer. Ich weiß nicht, ob es euch sofort jetzt einfällt, was ihr damals gegessen habt. Ich wusste nur, das Frühstück war ganz sicher. Mit dem Frühstück beginnen wir auch. Ich habe schon eine kleine Banane gegessen, ja, weil ich konnte es nicht mehr aushalten. Aber kein so richtiges Frühstück, wobei das jetzt auch nicht so richtig ist. Und zwar Cornflakes. Ich muss lachen, weil also als Teenie habe ich wirklich immer jeden Tag Cornflakes gegessen. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich denke, oh mein Gott, wie viel Zucker ich mir da gegeben habe jeden Morgen. Und so war das halt, ne? Ich zeige euch jetzt, real thing. Das Coole ist, sehr viele Cornflakes, die noch nicht mal vegan ausgezeichnet sind, wie das hier, sind zufällig vegan. Meine liebsten Cornflakes waren diese Pops oder diese Loops. Oder Rice Krispies oder so Cinnamon, dieses Cinny-Mini-Kram da. Und ja, da habe ich jetzt eine sehr ähnliche Variante eben gefunden. Das war, falls es euch interessiert, bei Aldi. Genau, bei Aldi. Übrigens kann ich euch empfehlen, bei von Peter 2, ich meine, die ist gratis, die App. Könnt ihr euch mal downloaden, falls ihr euch nicht sicher seid, welche Produkte in den Supermärkten vegan sind. Also zufällig vegan. Da müsst ihr nämlich nicht hinten lesen und so weiter. Könnt ihr einfach das so durchscrollen nach Art des Produkts oder nach Supermarkt. Also nur so als kleiner Tipp. Ist nicht gesponsert. Das ist mein kleiner Tipp für euch. Genau. Also ich esse jetzt meine Cornflakes. Ich muss halt echt lachen, weil normalerweise, ich würde das nie essen, ne? Ich würde das nie mehr essen. Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie viel Zucker da drin steckt. Aber heute gibt es die Cornflakes. Jetzt nicht so viel, ja, weil ich weiß nicht, ob ich das aufesse. Ich muss zugeben, dass ich die, deswegen sind die schon geöffnet, mal so gesnackt habe. Dafür finde ich das ganz lecker, so als Crunch. Aber so wirklich so eine Schüssel jeden Morgen zu essen, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Naja, ich nehme diesmal Hafermilch. Ich glaube, zu meiner Schulzeit gab es überhaupt keine Hafermilch. Und wenn, dann wahrscheinlich nur im Reformhaus oder sowas. Also, Milch rein. Also, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe auch voll lange überlegt, was ich morgens getrunken habe, aber eigentlich nichts, soweit ich weiß. Ich habe nichts getrunken, also super gesund, ne, war ich da. Nein, also ich habe nichts getrunken, soweit ich weiß. Also es variierte natürlich, meine Schulzeit war dann anders irgendwann. Das ist so Schulzeit noch vor der Oberstufe, so mittel, würde ich sagen. Genau, in der Oberstufe habe ich dann doch ein bisschen mehr auf mich geachtet, würde ich sagen, und ein bisschen anders gegessen, zumindest auch mal was getrunken. Genau, das war jetzt hier mein Essen. Also ich muss sagen, dass ich in letzter Zeit nur noch Hafermilch kaufe, sonst gar keine andere mehr. Also kaum noch Sojamilch, nur wenn es das dann nicht gab oder so. Erstens ist die am billigsten und das ist jetzt die allerbilligste, die ich übrigens gefunden habe von DM Bio Eigenmarke. 95 Cent, also unter 1 Euro, meine ich, habe ich noch gar keine Hafermilch sonst entdeckt. Also keine, die man so kennt oder die ich einmal getestet habe in einem Video. Die waren alle teurer. Das ist die billigste bisher. Und die schmeckt gut. Ich mag die ganz gerne. Da ist kein Kram drin. Da ist nur Wasser, Vollkornhafer, Soja, Sonnenblumenöl und Meersalz. Genau. Also das schmeckt okay, ja. Aber es ist wie so ein Dessert, ne? Also es geht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Ich dachte, es wäre noch süßer. So süß ist es jetzt auch nicht. Es ist okay. Ich finde, also ich muss mich da auch mal beeilen, weil ich hasse es, wenn die so weich werden. So nicht mehr crunchy. Ich muss sofort, also ich muss das so schnell wie möglich aufessen. Und dann, danach bei diesen Schokosachen war die Milch dann immer ganz braun. Da hat man die so ausgetrunken. Also ich zumindest. Fertig! Morgen gibt's gutes Wetter. Okay. Das war mein Frühstück. Unspektakulär, aber sehr. Also hat mich schon ein bisschen in die Vergangenheit katapultiert. Weil ich das einfach wirklich jahrelang. Also ich habe nie mehr Cornflakes, so, solche Cornflakes gegessen. Natürlich Cornflakes, diese richtigen Maisflakes, ja. Das esse ich immer noch bis jetzt ab und zu. Aber sowas, so süße Cornflakes, habe ich echt schon ewig nicht mehr gegessen. Deswegen hat es mich wirklich nochmal so zurückgebracht und ja, mich erinnert an früher. Als nächstes gibt es das Pausenbrot.
Da musste ich sogar nicht lange überlegen, weil ich habe mich direkt an ein spezielles oder zwei spezielle Pausenbrote erinnert, die meine Mutter mir immer gemacht hat. Ja, und ich sag's schon so komisch, weil, ja, sag ich mal so, meine Pausenbrote bestanden entweder aus einem Thunfischsalat zwischen zwei Toastscheiben. Entweder war da noch gekochtes Ei dabei oder gekochte Eierscheiben obendrauf. Oder einem Omelett zwischen zwei Brotscheiben. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie Thunfisch aus der Dose oder Eier bzw. Omelett oder hartgekochte Eier riechen nach einer Zeit, wenn man das öffnet. Ja, ich war die beliebteste am Pausenhof. Es hat so gestunken. Ich meine, ich mochte es sehr, ich mochte das Essen. Hab mich irgendwann geschämt, hab dann gemerkt, die Leute verziehen schon so die Nase und gucken immer so. Die haben sowieso immer ganz komisch auf mein Essen geschaut, weil das war immer so ein bisschen exotischer sozusagen. Ja, es war mir, in dem Moment war es mir egal, ne? Weil es war mein Essen und ich hatte auch nur das. Und irgendwann habe ich mal einen gefunden, der mit mir tauscht. Und ich konnte, weil wir hatten das nie, wir hatten nie Nutella zu Hause. Das war so ein Verbot, ja. Und der hatte immer Nutella-Stullen mit. Und ich hatte meinen Thunfischsalat. Und mit dem habe ich dann immer getauscht. Das war allerdings noch so Anfang, also so 6. Klasse, 7. Klasse rede ich jetzt von. Das ist ganz witzig, also wenn ich so daran zurückdenke. Ist natürlich... Würde ich niemals jetzt essen. Ich mache jetzt natürlich eine Variante daraus, die ich euch auch schon super oft gezeigt habe und die auch eine tolle Variante ist, die sehr gut schmeckt und die ich auch sehr oft mache. Also mein Freund liebt das auch total. Ja, aber dieser Thunfischsalat, also so als Randinformation, war tatsächlich so eines der ersten Sachen, das ich dann später für mich selbst gemacht habe und das dann voll oft auf Sandwiches drauf hatte. Meine Freunde wollten das immer und so, also die fanden das immer ganz lecker. Und deswegen ist es nicht anders als bei diesem Salat jetzt. Ich mache den ja einfach nur mit Kichererbsen und jetzt ist der genauso beliebt. Also alle lieben den, wenn die den irgendwo haben. Mein Freund liebt es total. Es ist sehr ein toller Brotaufstrich. Also es muss kein Thunfisch sein, sage ich da nur. Es riecht auch besser. Hier sind jetzt meine getoasteten Toastscheiben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welches Brot meine Mutter genommen hat immer. Ich glaube irgendwie nicht Toast. Und wenn, dann erst viel später. Und wenn, dann Vollkorntoast, weil die hat, also sie hat, glaube ich, ein persönliches Problem mit Weißbrot. Persönlichen Beef mit Weißbrot gehabt. Genau, so war das. Und sie liebt Vollkorn. Sie liebt Vollkorn. Und deswegen habe ich jetzt einfach Vollkorntoast genommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich muss sie mal fragen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie Vollkorntoast genommen hat. Das war anderes Brot. Naja, auf jeden Fall streiche ich dann einfach hier meine Paste drauf. Und das war's so. Und mir fiel gerade so ein, damals war das dann, immer wenn ich das dann so ausgepackt habe, ja. So, ich bin im Klassenraum ganz auf einer Seite. Und auf der anderen Seite ruft dann schon so einer, ih, was stinkt denn hier so? Während ich so mein Brot auspacke. Schnell wieder so einpacken. Scheiße, hat keiner gesehen. Okay, alles klar. Und draußen essen. Ja, irgendwann war es unangenehm. Es riecht halt wirklich unangenehm, ne? Muss man schon sagen. Eier und Thunfisch aus der Dose. Sachen aus der Dose sowieso. Oh Gott. Ja, aber das war halt mein Essen. So schön dick. Tada! Hier, dein Pausenbrot. Viel Spaß in der Schule. Okay, Leute, ich bin wieder zurück von der Schule. Ja, jetzt gibt es Mittagessen. Das hat natürlich variiert. Meine Mama hat mir meistens Dinge vorbereitet. Je nachdem halt, wie alt ich war. Ne? Also so Anfang, naja, halt 6. Klasse und so, ist ja klar. Ne? Da hat sie was vorbereitet. Sie war berufstätig, Vollzeit. Deswegen bin ich alleine nach Hause, war dann auch alleine zu Hause und hatte dann entweder vorbereitetes Essen von ihr. Meistens waren das also ganz gerne Pasta, Spaghetti, Bolognese und sowas in der Art. Und dann später, also jetzt springe ich zu einer Zeit, wo ich dann mein Essen mehr zubereitet habe, beziehungsweise halb-halb. Es war so, eins meiner liebsten Gerichte, auch immer noch muss ich sagen, ist Reis mit Omelette und Ketchup. Ich glaube, das ist so ein Asia-Ding. Ich glaube, das verbinden viele Asiaten auch. Die kennen das bestimmt auch aus ihrer Kindheit. Ich mag das total gerne. Und das kann man natürlich auch veganisieren, zeige ich euch jetzt natürlich. Jetzt mache ich meinen Teig und zwar besteht er aus Mehl. Stärke, Reismehl, Pfeffer, bisschen Salz, Kurkuma, Knoblauchpulver, Kalanamak und ich gebe nachher noch ein bisschen mehr da rein und Wasser. So, und das lasse ich jetzt ganz kurz stehen, so circa 5
Minuten ungefähr. Und in der Zwischenzeit werde ich dann schon mal meine Frühlingszwiebel von heute Mittag oder heute Morgen, ja, einfach den Rest noch aufschneiden und meine Pfanne mit Öl erhitzen. Und ja, da kommt relativ viel Fett in die Pfanne, aber das ist wichtig. Das gibt diesen typischen Geschmack einfach und das pufft dann mehr so auf. Das Öl ist noch nicht heiß genug, Mist, aber es geht. Seht ihr, dass es dann so Blasen schlägt? Das passiert halt nur, wenn das Öl richtig, also wenn richtig viel Öl drin ist. Ich wusste nie bis jetzt, haha, wie man Reis kocht. Und wir hatten sogar einen Reiskocher. Oh, aber ihr wisst es vielleicht, also Filipinos sind da nicht so akkurat, was die Mengenangaben angehen, sondern die haben dann andere Methoden. Meine Mutter hat mir dann immer gezeigt, man muss bis hierhin Wasser machen. A la Joe Coy, falls ihr den mal gesehen habt, sein Stand-Up, der ist auch halb Filipino wie ich. Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, glaube ich, auf den Philippinen. Bis hierhin Wasser und dann stimmt der Reis. Ich habe es nie gecheckt, ja. Deswegen war mein Reis nie gut. Entweder war er zu matschig oder war nicht durch und so weiter. Und deswegen habe ich meine Mutter immer gebeten, mir den Reis schon vorzubereiten im Reiskocher. Ich komme nach Hause und habe den Reis dann schon da und muss nur noch das Omelett frisch machen. So, endlich essen. Hier ist meine Köstlichkeit. So habe ich das ganz gerne gegessen. Und seit letztem Jahr eigentlich auch wieder in dieser Art. Weil ich dann öfter mal veganes Omelett gemacht habe. Nicht unbedingt genau so, aber jetzt mache ich es immer so. Ich liebe diese Art, das ist sehr, sehr lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Und ich weiß nicht, was es hat, aber diese Mischung aus Reis und diesem Omelett eben, sowas Fettiges, Teigiges, plus dieses süße Ketchup ist einfach himmlisch. Das sind die kleinsten Dinge, aber es ist so lecker. Also ich esse jetzt mal. Mehr braucht man nicht. Das ist so gut. Es ist so gut. Es ist einfach lecker. Super lecker. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Das ist echt der Himmel. Ich liebe das. Das wäre mein letztes Abendmahl. Nein. Obwohl, ich könnte. Ich könnte das als letztes Abendmahl haben. Das ist voll lecker. Vor allem, wenn ihr zum Schluss noch dieses Kailiner Mark drauf gebt. Ist nochmal besser, wenn es nicht so warm erhitzt wird, dann ist der Geschmack ein bisschen intensiver und schmeckt mehr nach Ei sozusagen. Also sehr lecker. Ihr könnt es auch so benutzen als Omelett für verschiedene andere Varianten. Was auch immer ihr mit Omelett machen würdet, könnt ihr dieses Rezept mal benehmen. Und das ist was ganz Ungewohntes, weil, wenn ihr mich kennt, ich trinke nur Wasser, wirklich nur Wasser und ab und zu Tee oder mal Kaffee. Sonst trinke ich nichts anderes. Außer ich bin im Restaurant, dann bestelle ich mir meistens deren selbstgemachten Limonaden oder Eistee, ist das schon mal, ne? Aber das ist keine Regel, also in der Regel ist es nur Wasser. 100% eigentlich, ja? Und zu meiner Jugend habe ich nur Apfelschorle getrunken. Das war so mein Ding, Apfelschorle. Und wenn Wasser, dann nur mit Sprudel. Das ist so komplett das Gegenteil von jetzt, weil jetzt trinke ich überhaupt keinen Sprudel, nur stilles Wasser. Ich hasse Sprudel. Das ist jetzt Premiere. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das schon nicht mehr getrunken habe. Mal sehen. Jetzt habe ich mir noch so ein großes Glas gemacht. Ja, es ist schon sehr erfrischend. Spritzig. Ist ein leckerer Apfelsaft gerade. Ich mag eh so Naturtrüben voll gern. Wenn überhaupt. Ich mag schon den Geschmack von Säften. Aber ich trinke es einfach nicht so. Es befriedigt mich nicht. Also es macht mich nicht... befriedigt meinen Durst oder löscht meinen Durst nicht. Das ist das Ding, deswegen bleibe ich nur bei Wasser. Aber es schmeckt schon ganz gut. Das wäre jetzt so, als hätte ich das draußen im Restaurant bestellt als Limonade oder was. Es ist schon ganz lecker. Aber es nervt halt auch, so einen süßen Geschmack zu haben, finde ich. Weil man hat ja, ich will lieber was Neutrales zum Essen. Das macht mich echt glücklich. Gerade alles so, was ich jetzt gemacht habe bisher, weckt so Kindheits- oder Jugenderinnerungen. Okay, bis auf das Sandwich, das mache ich recht häufig, was ihr gesehen habt. Deswegen jetzt nicht so oft. Aber das kriege ich jedes Mal. Das ist so für mich wie Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Das kennt ihr bestimmt auch als Kindergericht oder mit Fischstäbchen. Ich meine, das kann man ja auch veganisieren, ne?
Aber das habe ich jetzt nicht so oft gegessen wie das hier, deswegen habe ich das jetzt genommen. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dass ich nochmal so einen Indischen mache, weil ich glaube, ich hab noch ein paar Rezepte und ich hätte schon Lust drauf. Also wenn ihr auch Lust drauf habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare gebt mir einen Daumen nach oben. Dann sehe ich, ob das euch das gefällt und dann mache ich gerne noch so eine zweite Episode davon sozusagen. Und ihr müsst mir unbedingt mal da lassen, was eure Kindheitsgerichte waren, die ihr damals immer gegessen habt und eigentlich jetzt gar nicht mehr so esst, deswegen auch schwer darauf noch zurückkommt. Genau. Ich lasse mir jetzt weiter schmecken und wir sehen uns dann später zum Abendsnack sozusagen. Es ist kein richtiges Abendgericht, sondern eher so ein Snack. Es ist auch keine Menüfolge. Also es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag das hintereinander gegessen habe. Das sind einfach Rezepte, die mir jetzt eingefallen sind, die ich so gegessen habe, aber nicht immer. Weißt du, was ich meine? Die machen wir einfach heute. Also, bis gleich. Zu guter Letzt noch ein Abendessen sozusagen. Naja, was heißt Abendessen? Eher so ein Snack, wie schon gesagt. Ich habe früher immer ganz gern diese aufbackbaren, also die tiefgekühlten Baguettes gegessen. Und das machen wir heute jetzt einfach mal selbst. Ich nehme die Teile hier, die habe ich letztens mal gekauft und ich fand die ganz lecker. Und jetzt wollte ich es einfach mal dafür ausprobieren. Ich schneide die einfach auf und beleg die dann so. Und dann mache ich mir einfach eine würzige Soße, Tomatensoße aus Passata ein bisschen. Recht viele italienische Kräuter. Salz, Pfeffer. Gut würzen, weil am Rest ist nichts drin. Ist leider schon ein bisschen dunkel geworden. Es ist schon Abend jetzt. Dann bestreiche ich die jetzt mit der Tomatensoße und gebe da veganen Käse drauf, den ich nochmal klein schneide. Und oben drauf kommen noch ein paar Champignonscheiben. Und dann geht das Ganze ab in den Backofen. Okay, hier sind die jetzt. Fertig. Es ist sehr dunkel geworden, deswegen tut mir leid, dass die Farben jetzt komplett anders aussehen. Aber so, oh, sehr heiß. Hier sind sie auf jeden Fall nochmal close. Sieht sehr gut aus. Und es ging sehr schnell. Also ich habe das, also 8 Minuten waren die im Ofen und ich habe ja vielleicht, keine Ahnung, 3 Minuten für die Zubereitung gebraucht. Schon lange keinen veganen Käse mehr gegessen. Habe den extra dafür gekauft. Sowieso auch Sprudelwasser und Apfelsaft. Extra für die Challenge hier. Ich sag jetzt so tschüss, weil es ist zu dunkel. Ihr seht mich sonst nicht. Also bis dann.